Was gehört alles zum Bad und was ist die Mindestlänge des Bades? Was gehört alles zum Bad und was ist die Mindestlänge vom Bad? Zum Bad gehört alles, was die Wangenknochen umfasst. Das sind die Wangenknochen und der Kinn dazu. Das ist alles, was zum Bad gehört. Okay? Dieses, was am Hals ist, gehört nicht zum Bad. Wenn jemand hier unter den Augen Haare hat, gibt's Bruder, Maschallah, der hat überall Haare, unter den Augen, das zählt auch nicht zum Bad. Sondern was haben wir gesagt? Das, was die Wangenknochen umfasst und das Kinn. So, das ist der Bart. Dieser Bart darf erst gekürzt werden, wenn er eine Handbreite überschreitet. Dann erst darf man den Bart kürzen, vorher nicht. Und dieses, aufgrund der Überlieferung von Ibn Umar, die Überlieferung ist bei Bukhari, die Überlieferung sind nicht nur, als er zum Hajj gegangen ist, auch außerhalb des Hajj, hat er sich den Bart gekürzt, alles was unter einer Handbreite gewesen ist, hat er hinweggenommen. Und das war nicht nur die Handlung von Ibn Umar, das war auch die Handlung von Abu Huraira, unter anderem von Ibn Abbas und von anderen Sahaba, wie dieses authentisch überliefert wurde. Deswegen, man darf alles, was unter der Handbreite ist, von dem Kinn oder Seiten wegnehmen und alle vier Rechtsgelehrten, das heißt Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik und Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullah alayhim, haben nicht verboten, dass das, was unter einer Handbreite herausragt, dass dieses genommen werden kann. Sie haben das nicht verboten. Na? Jetzt die Frage. Darf man mehr wegnehmen? Antwort nein. Die Überlieferung bei Tirmidhi, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von seinem Bart genommen hat, von rechts und von links, von oben und von unten, diese Überlieferung, liebe Geschwister, ist nicht nur schwach, ist sehr schwach und damit kein Argument für diejenigen, die dieses dann machen. Insofern, lass dein Bart wachsen. Das gehört auch zu deiner Männlichkeit, subhanallah. Und schaut mal, wie der Shaitan kommt, der beschäftigt die Person die ganze Zeit dann mit dem Bart. So wie bei den Frauen die Augenbrauen. Guck mal deine Augenbrauen, guck mal deine Augenbrauen. Dann guckt sie, ja, 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 eigentlich müssen die weg. Und die ist die ganze Zeit beschäftigt mit ihren Augenbrauen. Shaitan macht es den Leuten nicht. Deswegen, lass dein Bart wachsen, wegen der Ta'ala. Und das ist Hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, die Rechtleitung vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Bis wo ging der Bart vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Was wurde uns authentisch überliefert? Wer weiß das? Dass es bis aufs Kamel runter ging, als er nach Mekka zurückgekommen ist. Ja, aber bis wo, also wenn wir bezeichnen können, bis zur Brust, war der Bart vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, wenn er über eine Handbreite heraus hat, kein Problem, dann kannst du das hinwegnehmen. Okay? Aber was da drüber ist, darfst du nicht hinwegnehmen. Und das Rasieren des Bartes ist eine große Sünde. Das Rasieren des Bartes ist eine große Sünde. Wo ist dein Beweis, Abul Bara? Wo steht überhaupt, dass dieses eine große Sünde ist? Ja. Einer, der den Bart rasiert, macht er das nur einmal im Jahr? Ja oder nein? Okay, das heißt, wenn er Klingen kauft, wie viele Klingen kauft er? Eine oder 20, 30, damit er regelmäßig rasiert? Das heißt, er hat schon beabsichtigt, sein Bart am nächsten Tag oder zwei Tage später wieder zu rasieren. Und dieser Israr, nennen wir das im Arabischen, wenn jemand auf eine Sünde beharrt und sie ständig macht, was ist das Ergebnis? Diese Sünde wird zu einer großen Sünde. Der sich den Bart rasiert, sagt er, ja, Allah vergib mir, weil er ist schon dabei, fürs nächste Mal zu planen, wann er seinen Bart rasiert. Deswegen, ja, dieses Zigarettenrauchen, weil es gibt Leute auch, wenn er sich eine Zigarettenpackung kauft, raucht er eine im Jahr. Das heißt, er hat vor, diese Packung zu Ende zu rauchen oder die halbe Packung oder mehr als sogar eine Packung. Das heißt, er ist damit beschäftigt, mit den Sünden fortzufahren und das macht eine kleine Sünde zu einer großen Sünde. Und das, was die Gelehrten auch bestätigt haben, wenn eine kleine Sünde ständig gemacht wird, ohne Gottesfurcht gemacht wird, so wird sie zu einer großen Sünde. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na, bitteschön.